Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age Inquisition. Zum Ende der letzten Folge haben wir den Kriegsrat einberufen. Jetzt werden wir uns gleich mal das Ergebnis anschauen. Ich habe nach der Folge auch mal offscreen versucht, ein bisschen zu handwerken, ist aber nichts Verwertbares dabei rausgekommen. Deswegen erspare ich euch die Details. Und mir fehlen halt einfach noch die Rohstoffe und die Baupläne, bis ich was Besseres herstellen kann. Jetzt holen wir uns mal das Ergebnis ab. Na? So, wir hatten, glaube ich, nur Entferelden was. Bericht bereit. Ein Angebot von Hessarians Klingen. Euer Gnaden, mögen euch unsere Waren dienen, wie sie uns gedient haben. Ivor von den Klingen. Denen haben wir ja die Waren als Grundversorgung gelassen. Das war das Lager, das wir in der letzten Folge für die Inquisition gewinnen konnten, das Banditenlager. Und wir haben ihnen also die Waren überlassen. Wir hätten sie auch nehmen können für die Inquisition vereinnahmen. Aber wir haben einen geprägten Knauf bekommen. Ist das ein Rezept oder was ist das? Geprägter Knauf. Mal schauen, ob ich den finde später. Verbesserte Stabilität. Wir haben unsere Soldaten in die Gebiete mit den größten Problemen geschickt und zahlreiche Dankeschreiben aus Ferelden und Orle erhalten. Wir beweisen, dass das Vertrauen in die Inquisition belohnt wird. Wir haben 60 Einfluss gewonnen. Außerdem hat Josephine wieder Geld beschafft. Das ist derselbe Text wie immer, den erspare ich euch. 103 Gold haben wir genommen. Und können wir gleich wieder was in Auftrag geben oder muss ich erst... Was ich hier gerade... Könnte ich nur das Geld wieder in Auftrag geben? Abgeschlossen, abgeschlossen. Da muss ich also erst wieder die Voraussetzungen schaffen. Dann schicke ich Josephine mal wieder auf Geldbeschaffung. Bisher profiten, das kann sie am besten und... Ja. Fangen wir an. Kurz und bündig. Mehr Kriegsrats gibt es jetzt erstmal nicht, weil ich habe momentan keine Inquisitionsboni 0. Gut. Muss ja nicht immer lang dauern, ne? War zwar so ab und zu mal offscreen da und haben nur Geld in Auftrag gegeben. Einfluss, jetzt bekommen wir die Belohnung. Mal schauen, ob wir diesen komischen Knauf auch zu sehen kriegen. Ist das jetzt ein Rezept oder... Also Biancas gehärteter Rundknopf, das muss das gewesen sein. Das ist irgendwie was fürs Handwerk zum Verbessern. Also ein Rezept war es wohl nicht. Oder wo kann ich die nachschauen? Waffenpläne. Geprägter Knopf, das war er doch, oder? Das war er doch. Geprägter Knopf. Da haben wir wohl ein Muster bekommen. Ja, nett. Wenn wir einen Bauplan bekommen, bin ich sehr dafür. Wir haben sowieso noch zu wenige, wie ich schon gesagt habe, um was Vernünftiges. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Und ich glaube, schau mal, ob ich von hier aus auch an die Sturmküste kann. Dann spare ich mir die Lecks vor der Tür. Ja, das funktioniert. So, was ist das hier? Das ist Hessarians Lager, da gehen wir mal hin, haben wir das letzte Mal aufgehört und da wird sie dann wohl weitergehen. Den Ladebildschirm erspare ich euch, wen nehme ich ihn mit? Ich habe gerade Bock, mal eine Magierrunde zu machen, also nehmen wir mal Dorian mit. Ich habe erst zwei Magier, fällt mir da gerade auf, einer fehlt noch in der Runde, eine Magierin, die ihr noch nicht kennt, die kenne ich von Consolero Boys Let's Play. Magier, Blackwall. Ich glaube, dann nehmen wir Cassandra mal wieder als Tank mit. Ich so bestätigen. Den Ladebildschirm überspringen wir. Ich lasse das Spiel dann in der Sturmküste ein bisschen anlaufen, damit ihr nicht so sehr unter Lecks zu leiden habt. Bis dann. Jo, da sind wir also in Hessarians Lager und gucken mal, was hier als noch offen ist. Sturmküste. Alles bei den Fällen aktivieren. Karte. Hallo, aktivieren und Karte bitte.
Dann halt nicht. Aha, da unten. Da ist es aber noch weiterhin. Naja, das macht nichts. Dann Antiarbeit Astradium, der Steinbaum. Dann haben wir zumindest eine Richtung. Ich gebe mir meine grobe Richtung vor, in die ich kommen will. Und dann erkunden wir mal. Also. Apropos Magier, kann ich euch aufrüsten? Irgendwie Charakterbogen? Vela, ja, einen verfügbaren Punkt, darum habe ich mich immer noch nicht gekümmert. Cassandra. Kann ich da was Sinnvolles tun? Was ist das, wilder Stier? Du stürzt dich auf deine Gegner und durchbrichst ihre Reihen, wobei sich dein Block erhöht. Das klingt gut. Das nehmen wir anwenden. Damit macht sie genau ihren Job. Sehr schön. Zurück. Irgendwann werde ich mich wohl auch mal mit dem Taktiksystem vertraut machen müssen. Ich habe schon mal sporadisch ein paar Kleinigkeiten geändert, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das alles klug war, was ich gemacht habe. Deswegen ist es vielleicht besser. Ich fummel noch nicht so viel drin rum, bevor ich mir das ganze Spiel verstelle und meine Leute, was weiß ich, Sackhüpfen spielen, anstatt Gegner zu kloppen. Aber das wäre ja eigentlich modern. Ne? Die modernen Gladiatorenkämpfe bestehen ja nur noch aus Sackhüpfen, Eierlaufen und keine Ahnung, sowas halt. Ne? Kinderspielchen. Und sowas wird einem im Fernsehen mittlerweile als Unterhaltung angeboten. Da mache ich mir doch meine Videos lieber selber, ganz ehrlich. Vielleicht sollte ich es mal von hier aus versuchen. Ich glaube, das ist weniger anstrengend. So. Ladebildschirm. Ich mache hier wieder Pause-Taste, falls es am Anfang leckt. Nö, ist erstaunlich gut. Es leckt momentan kein bisschen. Ach ja, ich werde euch übrigens, weil wir gerade von selbstgemachten Filmen reden. Ich werde euch in meiner Videobeschreibung zu diesem Video einen Filmtipp machen. Hat jetzt zwar mit Dragon Age Inquisition nichts zu tun, sondern mit Star Trek. Es gab eine deutsche Fangemeinde, die hat einen Star Trek Film gedreht. Star Trek Dark Horizons oder so ähnlich. Den habe ich mir gestern angeschaut. Der ist dafür, dass diese Truppe praktisch kein Kapital zur Verfügung hatte, also alles Eigenkapital war, kein Budget zur Verfügung hatte, keine Finanzierer, alles selbst finanziert und selbst gemacht war. Dafür ist der Film wirklich hervorragend geworden. Und man merkt, dass die Laien-Schauspieler, was ist denn da jetzt? Gehört er zu mir? Ja, der gehört zu mir. Mit ihrem Herzblut an dem Film gearbeitet haben. Man merkt zwar auch, dass er als Schauspieler nicht ausgebildet sind, aber das machen sie durch Charisma, durch, wie soll ich sagen, durch Elan. Das machen sie dadurch locker wieder weg, also durch Seele. Und da werde ich euch einen Link dazu setzen. Das ist ein nicht kommerzieller Film, das schreiben sie selber in ihrem Vorspann auch drin. Dass der Film eben nicht kommerziell ausgelegt ist, ein reines Fanprodukt. Und ich finde ihn sehr gut gelungen. Hut ab, ja, und schaut ihn euch mal an. Und lasst ihnen ein paar Likes da, weil es seltsamerweise haben auch einige Leute ein Dislike dagelassen. Das finde ich völlig unangebracht. Das waren wahrscheinlich Leute, die kein Deutsch konnten und die nicht verstanden haben, was mit dem Film eigentlich auf sich hat und die sich an den ungewohnten Kostümen gestört haben. Also lasst ihnen zum Ausgleich ein paar Likes da, wäre echt nett, wenn ihr die auf die Weise ein bisschen unterstützt. Die haben auch sehr viele Likes, so ist es nett, das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Also zum Glück mehr Likes als Dislikes. Aber ich finde die Daumen runter in dem Fall völlig unangebracht. So ein Film muss man mit null Kapital erstmal auf die Beine stellen. Das ist eine echt tolle Leistung. Die verdient einfach Anerkennung.
So, dann haben wir da hinten noch ein bisschen Schlangenstein. Gut, kann ich glaube ich gerade wieder brauchen. Ich habe ja noch nicht was verarbeitet von dem Zeug. Noch mehr Schlangenstein. Aber für einige Projekte brauche ich was anderes. Da weiß ich immer noch nicht, wo ich das kriege. Eins werde ich erst sehr spät finden. Da habe ich schon mal nachgegoogelt. Das war für die Sache mit dem mit der schlafenden Statue. Ja, ich muss mir jetzt halt den Weg durch die Wildnis hier durchschnitzen. Das hilft nichts. Da müssen wir durch jetzt. Irgendwas wird schon auf dem Weg dahin passieren. Außer sammeln. Elfenwurzel. Da sind wir noch gerade vorbei, da war noch nichts, ne? Die kloppen hier wirklich munter auf. Ich sollte mal den Suchradius ein bisschen erweitern, das geht ja auch. Allerdings hat das eigentlich keine Priorität. Mehr Tragkraft wäre mir eigentlich lieber oder was weiß ich irgendwie. Aber ein erhöhter Suchradius ist zumindest von sekundärer Interesse für mich. Nochmal Karte. Ja, wir folgen weiter dem Flusslauf. Bestimmt wieder Blutlotus oder sowas. Spindelkraut. Was ist das für Musik? Achso, das setzt jetzt mal Spielmusik aus. Was war jetzt los? Oh, Bärchen, okay. Ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich meinen Skillpunkt für Velaya nicht eingesetzt habe. Das letzte Mal. Weil ich wollte sie ja wirklich erst gut in Fernkampf machen, bevor ich irgendwie einen Nahkampf oder irgendwie so anderes Gedöns skille. Aber ich könnte eigentlich gleich nochmal nachschauen, bei Heimlichkeit oder Verstohlenheit oder wie das heißt, ob da auch was geht. Was ist denn... Achso, das ist Cassandra. Kommt mal mit darüber, denn wir können doch Cassandra da drüben nicht alleine betteln lassen. Moment, so viel Zeit muss ein Cassandra. Kämpft man ein Ding langsamer? Wo ist er denn jetzt? Ah, da ist er ja. Ja, okay. Ist wohl von der Enterprise daher gebeamt worden. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz. Charakterbogen, Velaya. So, also, was ist das? Bogen kann ich wahrscheinlich immer noch nichts machen, oder? Warte mal. Hochspannung. Wenn du mit Stromschuss kannst du deinen Schwung nutzen. Das kann ich doch machen. Ne? Dann mache ich das auch. Das da unten konnte ich letztes Mal noch nicht machen, aber das geht. Dann haben wir halt diesen Sprungschuss verstärkt. Ist ja auch schon mal was, ne? Spindelkraut. Meine neue Rüstung gefällt mir. Schade, dass ich nicht näher ranzoomen kann. Ich kann sie euch nicht so besser zeigen. Und ihr seht es ja auch jedes Mal auf meinem Startbildschirm. Beim Titelbild, warte mal, was Charakterbogen? Ah, verdeckt. Verdammte Axt. Das war doch. Inventar war das, ne? Genau, so irgendwie. Ah, nicht. Waffen. Zurück. Geht denn das jetzt? Wo habe ich denn das Bild ausgeschnitten? Ich meine, ich habe es doch neulich mal ausgeschnitten. Ach, schaut euch einfach Titelbild an. Ich finde die Rüstung schöner mit dem Wappen vorne drauf. Deswegen habe ich es auch geändert. Die alte Lederrüstung, die war zwar zweckmäßig und glaubwürdig, aber sie hat halt nichts hergemacht. Ne? Und deswegen. Warte mal, laufe ich jetzt in die richtige Richtung? Lager am. Das habe ich schon, oder? Oh, da gibt es offenbar irgendwas zu tun. Da ist ein Ausrufezeichen. Macht. Warte mal. Wir gehen trotzdem. Irgendwie habe ich jetzt die Richtung verloren an dem Fluss. Obwohl Flüsse im Mittelalter ja eigentlich die verlässlichste Landmarkierung war. Die Truppenbewegungen haben sich meistens an Flüssen stattgefunden. Deswegen waren die Burgen auch oft zu den Flüssen hin stärker verteidigt als zur anderen Seite hin. Weil eben das die wahrscheinlichste Angriffsrichtung war.
Genaue Landkarten gab es im Mittelalter noch nicht so, bestenfalls Skizzen oder... Also da war ich auf jeden Fall mit Landkarten, war die Lage schwieriger. Erst die Franzosen haben im, also in der napoleonischen Zeit, zumindest in Bayern, weiß ich das jetzt genauer, wie es in anderen Bundesländern war, weiß ich es jetzt nicht so, wahrscheinlich war es das gleiche. Französische Kartografen haben eigentlich erst ein System in das Kuddelmuddel hier reingebracht. Und so haben wir Napoleon eigentlich durchaus ein bisschen was zu verdanken. Von mir erfahrt ihr lauter Sachen, die ihr noch nicht wissen solltet. Wupp. Ja, schön. Schönes Feuerwerk. Diese Spindelkrauten nehmen wir auch mit. Ach ja, Flüsse waren wir stehen geblieben. Und weil es eben an Landkarten gemangelt hat, ist man in Flussläufen gefolgt, wo die Flüsse vorbeifließen. Das wussten die Fürsten in der Regel und auch, also, es war eigentlich sehr verlässlich. Wenn man jetzt zum Beispiel, nur ein einfaches Beispiel, das wahrscheinlich jeder von euch kennt, Donau. Wenn man Donau Richtung Osten folgt, kommt man früher oder später nach Regensburg, also, zumindest wenn man zum Beispiel Baden-Württemberg oder Schwaben gestartet ist. Und wenn man von Wien aus den Donaulauf eben nach Westen folgt, nach Nordwesten oder so, kommt man dann auch nach Regensburg. Das wusste man halt einfach, weil die Schifffahrtsverbindung, die Binnenschifffahrt, die war ja etabliert. Von dem her war also mangels ausgeklügelter Verkehrswege, so wie wir es heute haben, die Sache mit den Flüssen eigentlich sehr pragmatisch und billig auch. Die Flüsse musste man nicht anlegen, die haben sich selbst angelegt. Straßen musste man anlegen. Da ist auch interessant, dass das römische Straßennetz, was Schwarzlot ist, den brauche ich doch dringend. Wofür brauchte ich den jetzt nochmal? Schwarzlotus, für irgendwas habe ich den gebraucht. Sammelquests. Ist da in der Küste? Scherbenlieder. Den Schwarzlotus habe ich, glaube ich, für Tränke war das, glaube ich. Da hat mir neulich für eine Trankverbesserung gefehlt. Kann ich jetzt hier nicht nachvollziehen, irgendwie. Oder. Damit muss ich noch umgehen können. Jetzt habe ich schon Folge 44 und habe mich damit noch nicht so befasst, dass ich das Zeug hier alles finde. Mal schauen, vielleicht finde ich hier was über Schwarzlotus. Tiefenpilz, Spindelkraut. Nee, Schwarzlotus müssen wir wohl erst herausfinden, was... Aber interessant, also Schwarzlotus, wo ist denn das? Weil da werde ich vielleicht noch mehr brauchen. Das ist... Das ist hier da am Fluss. Den Ort muss ich mir merken, weil das bisher der einzige Ort ist, von dem ich weiß, dass das Schwarzlotus ist und der respawnt ja. Also wenn jetzt einer nicht reicht, muss ich halt offscreen nochmal daher und hier nochmal Schwarzlotus sammeln. Vielleicht gibt es ja mehr davon. Und eine Höhle, die werden wir uns anschauen. Ich habe bis jetzt immer noch bisher einen Riss bei den Fällen. Den will ich eigentlich schließen. Ich hoffe, ich erreiche den in dieser Folge auch. Was ist das? Spindelkraut. Bis jetzt ist es eher eine Sammelfolge. Gekämpft haben wir nur gegen ein paar Bärchen. So, Spinne. Juhu, zur Abwechslung meine Spinne. Hallo, Veda, gehen wir darüber. Und du, Dorian. Guck nicht bloß, lass die zwei nicht die ganze Arbeit machen. Ja, Cassandra, meine Tüchtige. Spinnenfangzähne, yay, das ist bestimmt wieder was zum Analysieren. Und
interessante Formation. Noch eine Spinne. Das war daneben. Ich weiß ja nicht, warum. Aber ist ja egal. Es war jedenfalls definitiv daneben. Jawohl, und Cassandra, ganz vorne dran. Ich habe heute einen kurzen Plausch mit Consolero Boy gehabt über die Kommentare. Und da hat er gemeint, man sollte mal drei Magier mitnehmen. Das werde ich auch machen, sobald ich den dritten Magier habe. Den Spaß gönne ich mir. Ich hatte ja auch schon vier Schurken dabei. Was ich halt nicht machen kann, sind vier Magier und vier Tanks, weil Velaya halt auch dabei ist. Ich sollte hier vielleicht speichern. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, speichern. Und dann noch mehr Blutlotus. Ja, das kann natürlich sein, wenn ich es jetzt vergeig, dass ich den nochmal sammeln darf. Obwohl irgendwie da das auf einem Server läuft, weiß ich nicht, ob das Zeug dann tatsächlich da ist. Ich glaube nicht, dass das ein Spielstand mitgespeichert wird. Ja, viel sieht man nicht vor lauter Bäumen. Kann ich den schon schließen? Ich bin noch zu weit weg. Jetzt muss ich ihn doch erreichen, komm. Hallo. Der hängt schon wieder so komisch, so. Hä? Was jetzt? Jetzt aber komm, schließ doch mal den Rissner, also geht doch. Ich will schauen, dass die Kamera ein bisschen günstiger steht. Das waren ja gerade furchtbare Bilder. Also, ich weiß nicht, bei Consolero hängen die nicht so weit oben, oder bilde ich mir das ein? Ich glaube nicht. Der hat auch schon mal gesagt, der hat sich auch schon mal drüber gewundert in einem Kommentar. So, jetzt komm. Ein Riss bei den Fellen. Yay, den hätten wir. Und da hinten, da blinkt irgendwas. Einfluss. Moment, das ist bestimmt was zum Analysieren, was Dämonisches. Statuette der gerüsteten Andraste macht plus zwei mächtige Blitzessenz. Da ist bestimmt irgendwas Dämonisches. Ich muss es nur finden. Was ist das? Auf. Da, ne, ja, dann lade mal auf. Du sollst das Ding nicht erschießen. Du sollst Licht machen. Hallo, mach mal Licht. Licht. Es werde Licht. Sag mal. Willst du mich verkackeiern? Mach halt einfach Licht an. Nein. Das Haare mal. Muss ich da länger halten oder was? Irgendwie. Dorian, machst du mal, Velaya ist zu dusselig dazu. Das gibt's ja nicht, das war jetzt als Gag gedacht und es mir war noch nie so übel wie damals, als ich es überquert habe. Es könnte natürlich sein, dass das auch an dem Schnaps lag, mit dem ich mich abgelenkt habe. Das Meer und ich passen einfach nicht zusammen. Schleierfeuer zum. Zum näher Ansehen stand da gerade Steuerung. Gut gemacht. Verstehe ich jetzt nicht. Das Schleierfeuer könnte sich als nützlich erweisen. Jo, dann geh mal voran. Wenn's mornst, was ist denn das? Der Zwergenbruder, der Bruder der Zwerge oder was? Aha, das ist also ein Astrarium. Gut, habe ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Einen Hammer, zwei. Einer noch, ne? Und drei. Gut, passt. Dann gehen wir mal wieder zur Velaya. Und speichern. Den Sums mache ich nicht nochmal. Suchen. Oh, da gibt es aber viel zu finden. Und das ist wahrscheinlich das dämonische Gedöns, was ich eigentlich gesucht habe, eben gerade. Aufheben. Träumerlumpen. Dies ist ein Objekt aus dem Bereich der Kreaturenforschung. Genau.
Das werden wir wieder analysieren. Dann kriegen wir wieder einen Schadensbonus. Weil die Ruhe hätte ich jetzt fast übersehen. Verrätliche Speerhaube. Level 9. Ich glaube nicht, dass die was kann, was meine Ausrüstung nicht kann. So, zumindest haben wir hier, jetzt fehlt mir hier nur noch die Option, das in Besitz zu nehmen. Oder geht es hier nicht? Scherbe einsammeln, einer Hammer. Nehmen wir die Scherben doch mit. Noch ein Schwarzblutlotus oder Schwarzlotus, super. Die Höhle hier finde ich leichter als den anderen Platz hier. Sehenswürdigkeit, wenn ich nochmal ein Schwarzlotus brauche, gehe ich am besten gleich hierher. Da war doch niemand. Ich habe doch mit dem Cursor da drauf gezeigt, du Dödel. Auf nimmer Wiedersehen! Der Sprungschuss ist ja mit Vorsicht zu genießen, ne? Ja, und Dorian hält halt inzwischen die Fackel, soll mir auch recht sein. Da ist irgendwas zum Looten. Ja, kümmert euch mal bitte drum. Riesenspinnendrüsen. Oh, ja, genau. Friert die mal ein. Dorian, steckt doch mal die Fackel. Hol dich der Bauer! Weiß ich jetzt nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Macht nichts. Und einen etwas stärkeren Schuss. Dann nochmal Flächenschaden und hasta la vista bella. Oder so. Jetzt glaube ich, fange ich schon an, im Kopf sämtliche Sprachen durcheinander zu mischen. Sind ja nur Englisch, Französisch und Japanisch und seit neuestem auch ein bisschen Russisch. Wobei ich das Russischbuch erst vor 2 Wochen gekauft habe. Oder ist das mittlerweile, ich glaube, das ist schon 3 Wochen her inzwischen. Die Schrift habe ich inzwischen gelernt, wenigstens so weit, dass ich das Zeug lesen kann, was da steht. Vokabeln sind sehr weniger, aber das wird schon noch. Am schlimmsten finde ich immer Grammatik. Dieses komische Regelpauken, das liegt mir überhaupt nicht. Ich lerne lieber ganze Sätze auswendig, die ich dann bei Bedarf einfach verwende, und auf die Weise kriegt man nämlich auch ein Gefühl für die Grammatik. Weil wenn man mal schon mal verschiedene Sätze gesehen hat oder so, Grammatik, reine Grammatik büffeln ist einfach zu abstrakt, das hat bei mir noch nie gut funktioniert. Da habe ich überhaupt kein Talent. Aber Sachen auswendig lernen, das kann ich. So, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Ich will zu dieser Scherbe, ne? So, da hinten. Genau, da hinten ist die Markierung. 3 Scherben waren es, die wir enttarnt haben. Die hätte ich eigentlich schon gerne noch in dieser Folge. Eine davon haben wir noch schon wieder, also 2 hätten wir. Wo ist die Nummer 3? Habe ich die auch schon? Die habe ich wohl auch schon eingesteckt. Journal. Ich habe hier gerade keine offenen Quests mehr. Da hinten, da ist irgendein rotes Pünktchen, das holen wir uns. Und dann, wo geht's denn hier eigentlich lang? Ah, da geht's wieder raus aus der Höhle. Also gut, das ist eine Sackgasse, das muss ich mir merken. Das hat sie, glaube ich, nicht überstanden. Doch, so gerade noch. Sie ist noch eingefroren. Gefrorene Spinne mag ich. Die tut einem wenigstens nichts. Riesenspinnendrüsen. Da müsste ich mir bei nächster Gelegenheit mal angucken, was das eigentlich genau macht. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt erstmal keine Riesenspinnen. Was bist du denn? Freund oder Feind?
Freund, würde ich sagen. Hallo? Nicht sehr gesprächig, aber es wird sich schon noch lösen. Gibt es jetzt irgendetwas, das ich noch unbedingt in diese Folge reinnehmen müsste? Nein, ich glaube, wir haben das gut gemacht. Wir haben diese Sehenswürdigkeit angeschaut. Tja, ich werde jetzt hier die Aufnahme beenden und mal gucken, ob ich hier offscreen noch irgendwo eine neue Aufgabe finde, damit ich das nächste Mal gleich weiß, wo ich weitermachen soll. Hier sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Jo, hier bin ich nochmal. Beim Erkunden der Umgebung bin ich nochmal an dem Ort hier vorbeigekommen, an der Sturmküste. Das ist kurz vor der Höhle, die wir inspiziert haben, das muss unbedingt noch mit rein. Da ist nämlich ein Steinbruch, den können wir beanspruchen. Zum Glück habe ich die Karte noch ein bisschen inspiziert, sonst wäre mir dieser Ort entgangen. Das müssen wir natürlich in die Aufnahme reinnehmen. Das ist schließlich Machtzuwachs. Wir haben jetzt einen Steinbruch. Das sind dann wahrscheinlich Ressourcen für die Inquisition. Ich bin gerade dabei, diese Flamme wieder zurückzutragen. Ich habe nämlich festgestellt, dass das ein Gegenstand ist. Und ich kann den nicht im Inventar verschwinden lassen, so wie es ausschaut. Deswegen trage ich ihn wieder dorthin zurück, wo ich ihn her habe. Damit ich ihn finde, sollte ich ihn nochmal suchen müssen. Was ich zwar nicht glaube, aber ich mache es jetzt so. Und jetzt, glaube ich, habe ich hier wirklich nichts mehr. Ich habe jetzt gerade diese Route hier genommen, dann da, man sieht es hier ja noch eingezeichnet. Da waren zwei Steinfiguren, so wie diese eine Zwergenbutter, den wir da gesehen haben, oder wie man den bezeichnen will. Ansonsten waren hier nur Rohstoffe, sonst nichts, sonst hätte ich es euch im Video gezeigt. Und ja, hier schließe ich jetzt dann wirklich die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.